Das Team des Euroshop Online-Magazins durfte exklusiv hinter die Kulissen des neu eröffneten Amazon-Logistikzentrums in Mönchengladbach blicken, das Pakete in die ganze Welt versendet. Hier reiht sich eine moderne Technologie an die andere. Das Herzstück? Die beiden Robotics-Etagen. Vollautomatisch fahren hier Transportroboter Regale vom Mitarbeiter zum Lagerort und zurück. Um die Ware einzulagern, scannen die Mitarbeiter erst die Ware ein, dann das verwendete Regalfach. Gelagert wird chaotisch, das heißt immer dort, wo Platz ist und nicht etwa nach Warengruppen. Das Regal fährt zurück an einen freien Lagerort, geleitet von WLAN-Routern an der Decke. Nur das Software-System weiß dann noch, wo sich ein Artikel befindet. Soll dann ein bestellter Artikel entnommen werden, wählt das System das nächststehende Regal aus und schickt es zu den festen Arbeitsbereichen der Picker. Sie sehen auf einem Display das richtige Fach, entnehmen den Artikel und legen ihn in eine Kiste mit blinkender Lampe, bereit zum Verpacken in der unteren Etage. Das Prinzip Ware zum Mann bringt viele Vorteile, erklärt Standortleiter Ernst Schäffler. Wenn wir die Standorte jetzt anschauen, die wir jetzt neuerdings betreiben, dann sind die Technologien eine Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzung dafür, dass wir einfach schneller beim Kunden sein können. Das heißt, wir haben in den Logistikzentren, wo wir jetzt wie hier Robotics einsetzen, eine kürzere Durchlaufzeit und können den Kunden dann den Vorteil geben, länger zu bestellen und die Ware trotzdem noch idealerweise am selben Tag oder am nächsten Tag zu erhalten. Nicht nur die Kunden, sondern besonders auch die Mitarbeiter profitieren von den Technologien. Ich habe angefangen in Rheinberg und zwar war da noch eine andere Technologie. Da mussten wir wirklich noch picken. Das heißt, wir mussten zu den Produkten hinlaufen, also mit dem Wagen in die Regale. Das hat viel länger gedauert als hier. Mit den Pods, das ist eindeutig viel, viel schneller. Der Kunde bekommt viel, viel schneller seine Produkte. Angekommen beim Packing signalisieren wieder Lampen, in welche Sortierfächer die Artikel gehören, in denen einzelne und Mehrfachbestellungen eines Kunden zusammenkommen. Ein Display zeigt die Anzahl der zu verpackenden Artikel an und schlägt sogar eine Packungsgröße vor. Paket zu, fertig fürs Etikett via Druckluft. Hinter all den automatisierten logistischen Abläufen steckt künstliche Intelligenz. Das hilft uns zum einen, dass wir analysieren können, was für Artikel wann, wo bestellt werden, wo wir die Artikel lagern müssen. Das heißt, wir können die Warenströme vereinheitlichen und vereinfachen durch die künstliche Intelligenz, die Ware zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort haben. Das hilft uns weiter und auch in den Abläufen selbst innerhalb der Produktionskette hilft es uns weiter, effizienter zu sein im Logistikzentrum, wie aber auch in der letzten Meile vor allen Dingen, wo wir dann die Belieferung der Kunden einfach mit optimalen Tourengestaltungen abbilden können.